Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Pokémon Y. Ja, bevor ich jetzt überhaupt hier ins Schloss reinspaziere, will ich euch was zeigen. Und zwar hat mir eine nette Abonnentin mal mich darauf hingewiesen, dass ich mal hier dieses Pokémon ja, Army zeige. Was das Ganze jetzt ist, zeige ich euch jetzt auf jeden Fall. So, ich gehe mal kurz da rein. Das ist das Ganze. Mit den Schultertasten kommt man in dieses Menü rein. Oder man wählt da unten so einen Punkt aus. Das geht da auch. So. Ja, das ist das Pokémon Army schon. Hier wird gerade erklärt, was das überhaupt ist. Ich werde, ja, ich kann jetzt mal, sage ich mal, den ersten Text lesen, aber den Rest will ich euch am besten selber erklären. Dann versteht man das eigentlich schon besser. Spiele mit deinen Pokémon, festige deine Freundschaft zu ihnen, indem du sie knuddelst oder ihnen leckeres Puffel zu essen gibst. Gewinnen sie mehr Zutrauen zu dir und zeigen dir ihre Zuneigung auf ganz unterschiedlichen Wege. Es lohnt sich immer, mit seinen Pokémon zu spielen. Ja, gut, das ist jetzt so, sag ich mal, so eine Information. Was das Ganze ist, kommt jetzt und nein. Ach so, okay, gut. Ja, ich wähle mal erstmal das Pokémon aus, was ich jetzt, sag ich mal, streicheln, füttern oder mit dem spielen möchte. Das wähle ich jetzt hier aus. Das ist jetzt bei mir am Fitzel, weil das mein Standard-Pokémon vorne ist. Man kann ja auch wechseln, denke ich mal. Ja, man kann ja auch ein anderes Pokémon nehmen. Aber ich bleibe bei am Fitzel. So, ich möchte mit dir mal ein bisschen spielen. Ne? Wird auch mal Zeit. So. Genau, das ist schon dieses schöne Menü hier. Beziehungsweise, ja, kein Menü, aber man sieht sein Pokémon halt jetzt, sag ich mal, ja, in echt auch ein bisschen, nicht aus so einem kleinen Pixelformat oder nur im Kampf. So, warum macht man das denn ganz klar? Das gehört dazu, weil man einfach nur Langeweile hat und man das machen muss. Nee, Spaß. Hätte ich aber gedacht, ne? Also hätte ich das jetzt, sag ich mal, so rausgeholt und hätte ich mir anguckt, hätte ich mir jetzt gedacht, jo, das macht man, wenn man jetzt Langeweile hat und keine Trainerkämpfe mehr hat, dann macht man das halt. Nee, ist vollkommen Quatsch, denn wenn man das Pokémon, sag ich mal, pflegt, den auch immer ein bisschen Zuneigung gibt und mal füttert und man spielt, wird das Pokémon auch stärker, ne? Und das ist ja zum Vorteil, weil dann, jo, hat man später, früher oder später auch ein stärkeres Pokémon. Und wie stark das sein wird, weiß ich jetzt selber nicht, aber Hauptsache, es erhöht Werte, wie zum Beispiel Verteidigung, ne? Warum nicht? Also, wenn man das Beste vom Besten haben möchte, dann soll man das auch machen. Oder man langt auch manchmal auch einen Volltreffer, ne? Dass das Pokémon den kompletten Schaden dann kriegt, einen richtigen Volltreffer, sag ich mal. Und ja, das ist eigentlich sehr praktisch sowas, deswegen soll man das eigentlich machen. Ich zeige euch mal kurz, grob, ich werde das jetzt nicht in jeder Let's Play-Folge mal hier das Pokémon Army machen, das werde ich auf jeden Fall mal extern machen, das heißt, wenn ich jetzt gerade nicht aufnehme. So, ich werde das auf jeden Fall mal hier füttern, auch festhalten. So, wenn man jetzt nicht festhält, fällt das Essen runter und dann hat man nichts mehr. So, ja, das war's mit Essen jetzt. Also hier auf links kann man so Essen geben. Viel Kalorien, ne? Also was Gesundes ist das Viech jetzt gerade nicht. So, jetzt gehe ich hier oben auf der rechten Seite. Und ja, hier gibt es so ein, sag ich mal, ein kleines Menü von diversen Spielen. Auch in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Und ich gehe jetzt nicht bei den Bären wieder. Und da war ich ja in der letzten Folge. Deswegen gehe ich mal hier woanders. Und zwar Kopfball. Hört sich interessant an. Rechts weiter kann ich nicht, weil ich das Level noch nicht freigeschaltet habe. Deswegen bleibe ich auf leicht. Geht ja nur leicht zur Zeit. Jo, und das ist schon das so ein kleines Minispiel. So, berühren den Pokémon. Ja, okay, gut. Also man muss das Pokémon berühren. Sobald der Ball unten kommt, also von oben kommen ja Bälle. Und ich muss hier Kopfwelle machen. Wenn ich das Pokémon berühre, wie jetzt. Nicht richtig. Man muss das schon. Ups, jetzt bin ich richtig schlecht. Man muss das ein bisschen timen. So, wie jetzt. Man muss genau in der richtigen Situation das anklicken. Und jetzt kommt noch ein Pikachu zusätzlich. Oh, jetzt bin so schlecht gerade. Ist ein bisschen kompliziert, wenn man dabei reden muss und sich noch ein bisschen... Nein! Ja, so, auf jeden Fall. Zack. Zack. Oh, jetzt noch ein drittes. 3 Combo. 4 Combo. 5 Combo. 6, 7. Ja, wie man schön sehen kann, wenn sich das, die Zahl erhöht, kriegt man auch mehr Punkte. Das war jetzt keine beste Runde von mir. Und daneben. Gut, ihr könnt das ein bisschen besser.
man kann das generell auch besser, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht redet dabei, wenn man sich da ein bisschen, sag ich mal, auf die Sache fixiert. Aber, ja, man kann jetzt das weitermachen oder nicht. Man hat jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Futter bekommen auch, weil durch diese Spiele kriegt man auch Futter, was man wiederum den Pokémons eigentlich dann geben muss, um ein paar Werte da zu bekommen, ne? So, dann gebe ich mal zum Schluss hier nochmal ein bisschen Futter. Was war das für ein Blitz jetzt? So, hier ist jetzt. Komm. Das lässt sich auch füttern. Das ist so ein verwöhntes Ding. Will ja gar nicht selber seine Arme benutzen oder sonst was. So. Ja, gut. Das war's eigentlich jetzt mit Pokémon. Was ist denn das? Was war das da unten? Ja, mit Pokémon Army. Und ja, auf jeden Fall soll man das ab und zu mal machen. Ist nicht verkehrt. Wenn man ein stärkeres Pokémon haben möchte, soll man das ja dann machen, ne? Fazit von der ganzen Geschichte. Oh, ich habe sogar so einen Löffel jetzt bekommen. Wollte gerade sagen, wenn man was bekommt, wenn man rausgeht, kriegt man dann auch was. So, gut. Ja, dann gehe ich mal zurück. Ja, Fazit wollte ich gerade sagen. Ja, man kann es, wie gesagt, abmachen, wenn man gerade, sage ich mal, nichts Besseres zu tun hat. Oder man will einfach, wenn man, sage ich mal, jetzt alle Pokémon auf Max-Level hat. Oder, ja, man will was Bestimmtes, dann soll man das schon machen, weil das bringt echt was. Und ich habe mich da mal ein bisschen durchgelesen und das soll man schon mal machen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, gut, dann gehe ich mal ins Schloss jetzt mal rein. Wird auch mal Zeit. So. Sag mir nicht, ich komme hier auch nicht rein. Der Eintritt kostet 1000 Poké-Dollar pro Person. Ausrufezeichen? Im Ernst? Das kostet Geld? Der Eigentümer des Palastes vertritt die Ansicht, dass man nie genug Geld haben kann. Ja, würde ich auch so vertreten, also... Warum nicht, ne? Menno, so werden die Reichen immer reicher. Ist halt so. Hier, da hast du deine 1000 Poké-Dollar-Eintritt. Ja, lass uns jetzt rein. Ach, ich muss auch bezahlen. Ha, dann bezahle ich mal. So, 1000, fertig. Dann gehe ich mal rein. Hallo, wir sind kleine Kinder hier. Gibt es keine Pauschale oder irgendwie so ein Kram? Also das ist schon ein bisschen heavy hier. So, Kleinkindpauschale. So, gehen wir rein. Jo, ab ins Schloss, sage ich mal. Ziemlich groß von, also sieht schon groß aus, ja. Mal gucken, was uns da jetzt drin erwartet. Bin ich mal gespannt. Unsere Mission ist ja, die Pokéflöte zu holen. Was jetzt, sage ich mal, unser erstes Ziel sein wird. Wo ist es? Sucht er auch die Pokéflöte? Wo kann es nur sein? Mein Kolbaf! Mein geliebtes Kolbaf ist verschwunden. Ja, pff, ja, und ich suche die Pokéflöte. Also wenn du die findest und nicht dein Pokémon, dann ist das alles okay. Hast du das gehört, Zacatius? Lass uns beim Suchen helfen. Nein, ich muss eine Pokéflöte suchen. Soll ich hier jeden Mist jetzt suchen? Stell dir mal vor, wie schlimm es sein muss, wenn das eigene Pokémon verschwindet. Da wird man ja verrückt vor Sorgen. Joa. Ja, okay, gut. Ich dachte jetzt, sie würde mir was anderes noch sagen. Was sagt der? Mein Clipsen, oder? Okay, gut. Dann gehe ich mal weiter. So, was sagt der gute Gentleman hier? Hinter dieser Tür liegt der Stolz des Palastes. Der viel zu große Palastgarten. Man kann ihn vom Balkon im ersten Stock aus in seiner ganzen Pracht überblicken. Jo, dann gehen wir mal. Also, ist das jetzt das... Ist das jetzt der Weg zum... Balkon? Nee, da oben ist der Balkon, okay. Was ist denn das? Ja gut, ich denke mal, ich muss jetzt hier nicht wieder raus. Das ist jetzt der hintere Bereich. Oh, da hinten sind Gebüsche. Da muss ich irgendwie hin, glaube ich, später. Denn dann kann man sich bestimmt so ein paar Bären schnorren, sage ich mal. Jo, und dann gehe ich mal hier wieder zurück. Jo, auf jeden Fall was ganz Großes hier. Eine goldene Statue eines Ritters. Der einst des Palast beschützte. Jo, sehr viele Statuen hier in Gold. Vielleicht kann ich hier so eine Statue einfach mal mitnehmen. Also im Bett des Königs schläft man bestimmt königlich. Hey, was soll der Horrorblick? Ja, ich guck ganz normal, Kollege. Dann gehen wir mal hier kurz rein, gucken uns das hier, das schöne Bett hier an. Nee, das ist kein Bett, aber das hier. In diesem Bett sieht es sehr bequem aus. Eine kuschelige Reise in ein Reich der Träume. Zacatius legt sich im Bett und schläft sofort ein.
Ja, warum nicht? Das ist so ein verstecktes Pokémon-Center hier auch. Aber das heißt dann wiederum, dass man hier irgendwie kämpfen muss. Ich denke mal nicht, dass jemand hier einfach so ein Bett aufstellt, wo man seine Pokémon heilen kann. Ohne Grund. Also hier, glaube ich, geht es schon ein bisschen ab. Oder wird es auch abgehen? Oh, muss ich mit so vielen reden, der? Der Besitzer dieses Palastes hat ihn lediglich ge... Was? Ja. Hat das geerbt, okay. Ob er dieses Erben auch verdient hat, weiß ich nicht. Will ich es auch nicht wissen. Ganz andere... Okay, gut. Jo, ist eigentlich alles uninteressant hier. Was muss ich denn jetzt überhaupt hier machen eigentlich, ganz ehrlich gesagt? Weil ich muss eigentlich die Pokéflöte suchen. Und wiederum muss ich jetzt den Typen hier... Also, die wollen alle nichts von mir, ne? Irgendwie will da jetzt keiner was von mir. Und die... Was gucken die eigentlich so, das Bett? Ist das hier ein Museum oder so? Weil die gucken hier alle so... Ah, da ist das Pokémon. Nee, das ist ein anderes. Aber vielleicht weiß das, wo das ein, so ein anderes Pokémon ist. Really? Ja. Ist es leider nicht. Dann suchen wir erstmal das... da ist ein Pokéball. Münzamulett. Okay, sehr interessant. Dankeschön, schön. So, dann gehe ich mal hier raus. Ich stöber mal jetzt mal hier grob mal durch die kleinen Räume hier. Die stehen einfach nur dumm da. Ich will die jetzt auch nicht alle ansprechen. Das kann ich gleich machen. Ich will erstmal jetzt so ein bisschen grob. Das sieht echt sehr nice aus gerade. Ach, das ist jetzt von oben, kann man das sehen. Ja, auf jeden Fall ein schöner Blick. Ziemlich großer Garten auch. So, dann gehe ich mal wieder zurück. Okay, von hier oben kann man da was Schönes sehen. Und von hier kann man nichts sehen, denn ich gehe wieder von der rechten Seite hier raus. Durch die Reflexion der Spiegel scheint es, als gäbe es zwei Balkone. Ja, könnte sein. Ja, das kann doch nicht sein, dass man hier überall so Bette hat und die Leute einfach hier so rumgurken und nichts machen. Okay, ich mache auch nichts Besseres gerade, aber das sieht doch sehr verdächtig hier aus, oder? Ein einzelnes Bild. Ob der König, der diesen Palast baute, ließ, wohl für dieses Porträtmodell gestanden hat? Was? Ja, was weiß ich, ob der da... Das kann man so schwer doch. Warum überhaupt die Frage? Naja, dann gehen wir mal hier weiter. What? Wie groß ist das denn? Ne, ich mache hier erstmal bis. Ich mache erstmal hier ein Safe und ja, ich safe erstmal hier. Ich habe keinen Bock hier gleich mal zu verrecken oder sonst was. Beziehungsweise, ich denke ganz halt, man kann irgendwie Quick Safe machen und dann respawnt man da immer jedes Mal. Ist ja auch Quatsch. Aber, da ich das alles aufnehme, ist es besser, dass ich jetzt mir mal hier kurz safe alles. Joa. Speichern. Jo, weiter geht's. Duff. So. Interessant ist, sagen die aber auf jeden Fall auch nicht alle. Irgendwie Spiegelungen etc. und die chillen hier die ganze Zeit, machen nichts. Oh je. Und ich habe mich jetzt absolut hier auch verlaufen, sag ich mal. Was guckt ihr da an? Die glorreiche Vergangenheit, okay. Nix. Hier ist es auf jeden Fall. Irgendwie, hier sind so viele Betten, ne? Also, man kann sich hier gar nicht beschweren, dass man zu wenig Betten hat. Oh, hier ist noch ein Raum. So, das sieht doch auch sehr auffällig aus, oder? Ja, das hast du mir aber schon mal erzählt. Da ist ein kleines Kind. Die Pokémon haben hier wirklich brav gewartet. Pokémon sind ja so lustig. Was für Pokémons? Hä? In diesem Zimmer haben früher Pokémon gewartet, bevor sie im Kampf eingesetzt wurden.
Ja, okay, so ein Zimmer kriegen die einfach so ein paar Pokémons oder was? Okay, interessant. Aber die Leute sagen mir absolut hier nichts. Das sind eben, glaube ich, Touristen, die einfach hier, sage ich mal, da sind. Hä? Wo ist die Kleine jetzt? Oh, jetzt muss ich sie noch suchen, oder was? Warte mal, ich spreche jetzt mal mit dem Typen hier. Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Komm, ist okay. Ich muss jetzt so oder so deinen scheiß Pokémon da suchen. Das ist doch dieses Lama, oder nicht? Ich glaube, das ist so dieses Lama. Ich weiß jetzt nicht. So, ja, oben war ich. Ich gehe jetzt mal hier nochmal runter. Hä? Ich war doch in Azurill, oder? Irgendwas stimmt hier absolut gar nicht. Oder ich täusche mich hier gerade übertrieben. Da war doch ein Azurill, erzähl mir doch keinen Kack. Die will der Koch, das ist doch ein Koch. Ja, okay, gut, gut. Alles uninteressant. Oben hat die irgendwas gesagt, irgendwas mit Spiegel etc. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was... Ah, ne, hier ist das Azurill. Ich dachte schon. Stopp, Marill! Mir geht die Puste aus! Du stehst ja da nur. Oh, Mann. Die schauen auf das Bett. Sollen die mal weitermachen? In diesem Zimmer... gab es diesen Butler. Es soll einmal ein Buch gegeben haben, in dem das Geheimnis zur Wiedererweckung der vom Pokémon stammt. Das ist gewiss nur ein Gerücht, denn ein solches Buch befindet sich nicht in dieser Bibliothek. Ah, also sind das hier Büchlein hier, ganz viele. Okay, ja, interessant. Okay, ja, okay, gut. Das ist alles dasselbe hier, irgendwie ein Spiegel, kann man mit einem Spiegel labern. Nein. Kann man nicht. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Jetzt gehe ich wieder hier rechts raus. Irgendwas muss hier sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas, hier muss irgendein Geheimgang sein. Das ist nie im Leben einfach so gemacht worden. Wenn man gerade Lust und Laune hat. Ja, ich würde mal sagen, ich mache erstmal hier einen kleinen Cut, denn es wird wieder soweit. Ich muss leider wieder eine Aufnahmepause machen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ja, wie immer, bewertet das Video, würde mich sehr freuen. Daumen hoch, wenn es geil war. Und um Kommentare ist immer gebeten, also. Ja, und nicht vergessen, mein... Ups. Ich wollte jetzt eigentlich mein Ei zeigen. Aber okay, jetzt habe ich mein Pokédex gezeigt. Nun ja, ich habe ja noch das Pokémon-Ei und ich denke mal, bald ist es endlich mal soweit. Und ja, dann schlüpft es endlich. Da habe ich einen neuen Teamkameraden auf jeden Fall. Und dann geht's richtig los, ne? Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Sakati S.